Bereit für einzigartige Fußballerlebnisse auf Blue Sport. Präsentiert von Swisscom, Adidas, 11 Team Sports und MS Sports. Der Traummatch. Welcher Amateurverein gewinnt das Spiel seines Lebens? Jetzt. Ich gehe voll in diesen 7 Clubbeizen, die jetzt zuschauen. Da warten wir jetzt gebannt auf das. Wir wollen auch nicht länger auf Folterspann, oder? Weil je länger dass man wartet in den Clubbeizen, desto mehr Bier wird ausgeschenkt. So. Der Winner ist. Und der FC St. Gallen spielt gegen. Der FC Urnäs. Yeah! Ein Appenzeller Dorfverein aus der 4. Liga hat sein Traummatch gewonnen. Die Konkurrenz war riesig. 6 andere Teams hatten es bis zum finalen Entscheid in die Top 7 geschafft. Gegen Grün-Weiss. Seid ihr bereit? Das ist natürlich ein großer Traum, mal gegen den grossen FC St. Gallen zu spielen. Wir sind sicher bereit, die Frage ist, sind wir bereit? Vor 2 Jahren haben wir als Cycle-Kickers von einem Spiel gegen den grossen FC Basel geträumt. Doch dann ist alles ganz anders geworden. Aus Rot-Blau ist Grün-Weiss geworden. Und aus den Cycle-Kickers ist Gilgenberg United geworden. Wir freuen uns auf den Gründet im Neristi 1912. Geschätzte FC St. Gallen, geschätztes Blue Sports Team. Wie ihr seht, sind wir schon mit vollem Elan und top motiviert in der Vorbereitung, um die Rückrunde in Angriff zu nehmen. Und genau so wollen wir den FC St. Gallen im Buchholz empfangen. Mit diesem Match gegen den FC St. Gallen würden wir nicht nur unseren Traum erfüllen, wir würden vielleicht auch im ganzen Quartier einen Traum erfüllen. Abzeichen, Hünige! Wir sind der FC Zürich und das ist unsere erste Mannschaft. Kannst du gar nicht gegen St. Gallen spielen? Die Entscheidung, wer sein Traummatch bekommt, treffen die User von Blue News und ein Juryboard, besetzt mit Matthias Hüppi. Claudia Lesser. Und Tobias Wedermann. Wir haben unglaublich viele tolle, kreative und innovative Videos bekommen. Am Schluss war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Urnäs, dem FC Glarus und Kleinhünigen. Und das Rennen gemacht hat der FC Urnäs. Wir sind entstanden an einem Feierabendbier. Immer wieder schauen sich die Urnäscher ihr Gewinnvideo an. Verbündet verschiedene Generationen. Wir sind Freunde. Wir vereinen verschiedene Kulturen. Mir hat die FC Urnäsch mega geholfen, um mich zurechtzufinden im Dorfleben. Und ich denke auch für andere, die Migrationshintergrund haben, ist Vereinsleben immer mega wichtig, um irgendwo reinzukommen, Kollegen finden, Anschluss finden, das ganze Leben kennenlernen von einer anderen Kultur, finde ich einfach mega wichtig. Und da hat man den FC Urnäs spotten in sehr, sehr vielen Hinsichten. Ja. Wir stehen für unsere Region. Wir schaffen Synergien. Das war ein super Video und das hat, glaube ich, die Bevölkerung überzeugt und all die, die gewotet haben. Das war bombastisch.
Wir lassen Grosses entstehen. Wir haben Spezialisten. Wir sind Angstgegner. Ja, der Ball hat natürlich Schnee drauf gehabt, aber am Schluss haben wir gegen die Legende der Schweiz gewonnen und das ist auch erzählt. Filigrantechniker. Penaltykiller. Das war nicht irgendjemand. Das war Stefan Schappisa. Und Konterspezialisten. Jubeln können wir wie das. Wir sind Gewinner. FC St. Gallen, wir sind parat. Eine Stunde vor der Verkündung gibt man sich beim FC Urnäsch bescheiden, aber auch vorsichtig optimistisch. Nichts übertrieben, wir sind ein Dorfverein. Die meisten sind noch live im Stadion. Meine Jungs sind live im Stadion. Ja. Ich habe noch ein paar gesagt, sie sollen aufnehmen. Live vor Ort. Und dann schauen wir mal, du, wir haben das Beste gemacht. Und jetzt hoffen wir, auch, Fortuna ist auf unserer Seite, oder? Der Verein hat sich fast vollständig im Clubhaus versammelt, um Fortuna auf die Sprünge zu helfen. Wir wollen ein Traummatch gegen FC St. Gallen bestritten, gesucht und wir sind also fündig geworden. Heute werdet ihr erfahren, welche Mannschaft das hier zu rennen gemacht hat. Und ich habe mir schon sagen, dass sich die Spieler vom FC St. Gallen wirklich sehr auf den Traummatch freuen. Und die Mannschaft, die kann Gott froh sein, dass sie nicht hier im Climon Park müssen antreten müssen, weil der FC St. Gallen und Heimspiel, das ist so eine Sache, dass sie sich unglaublich stark eben wegen den eigenen Fans, die sie da zum Maximum pushen. Und das kann man ja nicht unbedingt von allen Stadien behaupten. Nur Thomas Gülünay, FC Urnäsch Urgestein, muss krankheitsbedingt zu Hause schauen. Now, yes, baby! Yes, yes, yes! Matthias Hüppi, zittert bei ein bisschen? Ja, also zittert vor Freude, wenn schon, oder? Weil wir erstens mal das eine sehr gute Idee finden, grundsätzlich. Und dann ist es natürlich jetzt für uns als FC St. Gallen schon noch interessant, dann auch gegen ein Team zu spielen, das aus dem unmittelbaren Einzugsgebiet von uns kommt. Ich musste das Ort zuerst mal googeln. Knapp 2.500 Minuten von St. Gallen. Was macht man so der Reiz aus, eben so in ein kleines Dorf auf einen Platz zu reisen und nicht in einem Stadion zu spielen? Also wirklich, wärmstens empfehlen, nicht nur beim Googlen zu bewenden lassen, sondern selber mal auf Urnäsch gehen. Ist wunderschön, ist in der Nähe von der Schwegalp, ist in der Sentis-Region ein wunderschöner Fleck Ostschweiz. Und dazu auch eine sehr muntere Truppe, was den Fußballclub anbelangt. Und die haben sich ja auch mit Hut und Haar reingelegt, damit sie eben den Traummatch gegen uns nachher gewinnen können. Nicht nur beim kleinen FC ist die Freude groß, nachdem die Entscheidung endlich da ist. St. Gallen. Wir freuen uns mega auf den Match und machen euch bereit. Wir haben sogar die Legende der Schweizer Schule. Ist schon ein Highlight der Karriere oder vom Fußballspielen? Mal gegen jemanden besser spielen oder die Super League spielen. Und freue mich riesig. Noch verletzt gewesen, aber jetzt bis an den Traummatch bin ich dann auch wieder bereit. Also da sind wir jetzt schon dran am Vorbereiten. Der Typ ist noch voll. Mit. Ich stelle mir jetzt natürlich darauf ein, dass ich das ein oder das andere gut wird kassieren, aber wir werden, glaube ich, alle unser Bestes geben. Ja, unser Verein hier in der Region, wir sind eigentlich alle im Herzen grün-weiß und das ist natürlich sensationell. Super. Ich kenne St. Gallen von meiner Jugend her. Ich habe dort U15 bis U21 geshootet. Und bin dann nachher wieder retour, habe lange hier bei der Viertliga mitgemacht. Ich war lange ein Teil dieser Mannschaft, von dieser tollen. Meine Frau, die Kassiererin ist im Verein und auch das Video geschnitten hat, riesen Dank und alle rundherum natürlich. Ja, es ist wirklich schön, dass der FC Urnäsch den Match gewonnen hat gegen den FC St. Gallen. Und ich freue mich mega auf den Sommer.
Ich habe so eine Hitze bekommen, weißt, so anwarten. Das ist so ein Steinabhängigkeit. Ich war so happy. Also, es ist wirklich, wir hatten einen kleinen Aufwand. Wir mussten es schnell machen, in kurzer Zeit. Und jetzt sind wir einfach nur noch überglücklich. Urnäsch ist natürlich nicht nur Fußball. Bekannt ist die Gemeinde besonders durch Brauchtum und Traditionen wie Silvesterchlois und Bobzug und das Urnäscher Bloch. Nach der großen Verkündung warten Präsident Philipp Brandenberger und sein neuer Medienvertreter Martin Stjankovic auf eine Delegation des FC St. Gallen. Ausführlich. Dort haben sie mich auch gefragt, ob ich ein paar Fragen kann beantworten per Mail. Und den Satz habe ich geil gefunden. Ich hoffe, wir müssen nicht viermal in der Woche trainieren. Dann sind mich dazu so gefragt, ja, und euren Trainer, hat er schon Pläne und so? Wie neu vorbereitet? Ich so, puh, hat noch nichts gesagt. Aber ich hoffe, dass wir nicht viermal jetzt trainieren müssen. Wir sind immer noch ein Amateurverein, gell? Also. Ja, nein, ich glaube, ja, wir spielen ja die ganze Zeit. Und dann am Schluss hat es dann schon geklappt. Dann müssen wir genug warm sein. Mhm. Ich war schon immer ein bisschen schnarrig. Und dann ist da gekommen und dann habe ich dem Präsident gesagt, hey, da gibt es einen Wettbewerb, wir bewerben uns jetzt hier. Er so, ja, was geht es denn genau? Ja, Fußball gewinnen, wir machen das einfach. Er so, ja, machen, ja, wenn du Hilfe brauchst, ja. Und dann haben wir das gemacht und dann auf einmal ist es recht konkret geworden. Und dann sind auf einmal die Anfragen gekommen. Er so, ja, wer macht jetzt das? Und wir haben ja da noch gar keinen. Und ich so, ja, ich mache schon, oder? Weil ich bin der, der am meisten Zeit hat. Ich kann dort schnell reden, ich kann schnell antworten und so. Ich arbeite im Büro, sehe da gerade, kann da gerade verbinden. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Präsident, komm, du bist jetzt der Medienverantwortliche. Punkt. Jetzt kommt einfach gegen den FC St. Gallen zu shooten. Wie ein kleiner Verein. Und dann kommt so FC St. Gallen auf Urnäsch, da ins Feld. Ja, das ist schon geil. Ja, und dann vor allem die Rückmeldungen, oder, die wir jetzt alle bekommen, auch von den Medien und so. Mega, mega. Also, es sind ja verschiedene Sachen reingekommen und Anfragen von Tagblatt über FM1 und so. Mega. Ja, der Präsident, Gemeindepräsident, hat noch angerufen, weil ich noch ein, zwei Fragen hatte. Und er hat dort auch nochmal, hey, nochmal super gratulieren, mega cool. Und er hat noch auch betont, so, hey, das ist nicht ein Event nur für der FC, sondern es ist wirklich auch fürs Dorf etwas mega Cooles. Ja. Auch so, weißt, nach dem ganzen Corona-Zeug, wo einfach alles stillgestanden ist, jetzt wieder etwas, wo die Leute zusammenkommen. Oder? Ich denke, mit dem 50-jährigen Jubiläum haben wir natürlich schon das erste Mal gezeigt, hey, die können etwas Grosses auf die Beine stellen. Und jetzt, glaube ich, mit dem Traummatch haben wir, glaube ich, definitiv gezeigt, hey, FC Urnäsch, auch wenn wir klein sind, wir sind nicht zu unterschätzen. Ja. 1969. Die Beatles stürmten mit gleich drei Songs auf Platz 1 der Schweizer Charts. Wird der FC Urnäsch aus der Taufe gehoben? Wir hatten Leute, gehabt, auch wieder mit Migrationshintergrund. Das waren Spanier und Italiener, die sich eben beim Feierabendbier getroffen haben. Und dort hat es noch keinen Fußballverein gehabt. Aber sie haben alle gerne Fußball geschaut, vielleicht so ein bisschen gespielt in der Freizeit. Und dann dachten, komm, wir machen doch mal ein Match. Und dann eine Gruppe, die sind verheiratet und eine Gruppe, die ledig war. Dann haben wir gesagt, weißt du was, dann nehmen wir die Verheirateten gegen die Ledigen. Da gibt jetzt ein Match. Und die haben sich da organisiert gemacht und dann haben sie sich mal, da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, nicht in Urnen getroffen. Dort hat man noch nicht so einen Platz gehabt, wo man wirklich schon Fußball spielen drauf noch nicht. Dann ist man in Bühler rausgegangen. Und dort hat es so, glaube ich, einen Platz gehabt. Dort. Und dann haben sie dort den Match gemacht und das war ein voller Erfolg. Und dann haben sie gesagt, da müssen wir weiterführen, da müssen wir etwas machen. Und aus dem aus ist dann die Geschichte entstanden, immer mehr vom FC Urnäsch. Ja. Besonders der Präsident des großen FC St. Gallen hat es den Urnäschern angetan. Ja, jetzt zeigt er den Matthias Hüppi, dem was genau Sache ist. Ja, also zittert vor Freude, wenn schon, oder? Eben, jetzt kommt der FC St. Gallen mit Greenkeeper. Ich hoffe, sie tun diesen Rasen nicht zu fest fertig machen. Ich meine, das ist der Wembley-Rasen vom Appenzellerland. Also, schöner kommst du nicht über hier im Appenzellerland. Ja.
Ja, gut, gell, ist auch schwierig einzuschätzen jetzt momentan. Ist natürlich vom Wetter her, bei uns ist der Winter fängt wie und ja, dann ist der Platz noch und noch Schnee drin. Ist gelegen und jetzt, ja. Ja, da kommt schon gut, ich glaube gut. Auf 10.30 Uhr wird die Delegation vom FC St. Gallen erwartet. Oder vielleicht doch nicht? Mit dabei jetzt auch UK-Chef Thomas Gülinay. Ich hoffe, Sie sind pünktlich am Match. Das hätten Sie schon das Problem mit dem Schiri sehr spannend. Oder in der Vorfeld? In der Vorfeld. Sie haben einfach gewonnen. Ja, gell, ich bin schon seit über 30 Jahren in diesem Verein. Für mich ist es natürlich eine Riesenfreude. Ich will natürlich 100% dahinter stehen und stehe natürlich jetzt dahinter. Ich habe gesagt, hey, da, die Sache die müssen wir jetzt angehen mit voller Energie und alle Ressourcen, die man dafür benötigt, umsetzen. Und da sind wir einstimmig im Vorstand dahinter gestanden und haben das gerade sofort umgesetzt. Und dann spielen wir einfach so. Oh, da kommt jemand. Aha. Weisses Auto, ja. Servus. Servus. Alles klar. Sali. Teammanager Ramin Panji hat seine Greenkeeper Dominik Müller und Ramon Geiger mitgebracht. Der FC St. Gallen wird am 19. April 1879 gegründet und ist damit der älteste aktive Schweizer Fußballclub. 1969, dem Gründungsjahr vom FC Urnäsch, gelingt der erste Cupsieg. Der bislang größte Erfolg ist der Schweizer Meistertitel in der Saison 1999-2000. Zu Hause sind die Espen im St. Galler Kibunpark. Na, schauen wir uns den Platz in Ruhe an gleich. Ja. Okay. Platzwerte mitgebracht. Ja. Super, ja. Und dann ja, super. Schauen wir, dass wir das Spiel hinkriegen. Ja, die können wir schon mal ein. Schaut überall. Was glaubt ihr, wie viele Leute kommen? Was schätzt ihr? 2.000 bis 3.000. Plant ihr echt? Ja. Baut ihr auch Tribünen? Die wichtigste Frage für St. Gallens Teammanager: Wie ist der Zustand des Platzes? Ja. Dadurch, dass wir das Spiel stattfinden lassen wollen, unbedingt geht es ja auch darum, dass wir die Verletzung der Spieler minimieren wollen. Genau. Na, so, weil die sind halt in der Vorbereitung auch und die sind halt vielleicht ein bisschen schneller auch als ihr und so. Und dann ist es wichtig, dass sie nicht hängen bleiben im Rasen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen über verschiedene Sachen dann mit eurem Platzwart reden, so über die Rasenhöhe, über die Bewässerung. Weißt du, und darf nicht hügelig sein, muss natürlich Platz sein und so weiter und so fort. Und du merkst ja schon am Fuß, dass der nicht eben ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Jetzt, aber jetzt auch im Winter mit einmal Walzen, ja. Mit einmal Walzen geht es dann auch nicht. Weißt du, ja. Was ich meine? Ja. Wir müssen auch über die Bewässerung im Sommer sprechen. Mhm. Ihr habt hier keine Bewässerungsanlage. Nein, wir machen Hemmo. Habt ihr eine Feuerwehr? Wir haben hier schon eine Bewässerungsanlage sogar. Ja? Aber die wird einfach nicht genutzt. Ach so? Ja. In der Mitte? Ja, in der Mitte hat es einen Schacht, auf der Seite hat es zwei, drei Schacht. Aber das sind kein Rad, sondern nur Schläuche. Ja. Es ist doch super. Aber Sepp haben wir. Es ist doch perfekt. Dann braucht ihr nicht die Feuerwehr rufen. Ja, aber immer muss die Infrastruktur gleich noch. Ja, klar. Weißt, er muss ja sagen, wir bewässern, da muss halt der Sport machen. Nein, es geht ja auch darum, es geht ja dann um den Wachstum im Sommer von dem Rasen. Weißt du, kommt der Dünger drauf, kommt Rasen drauf, wird ja neu angesät. Und der muss ja auch immer bewässert werden und so. Und der soll ja nicht am Ende so aussehen wie der Gelbe da. Ne? Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Schauen wir hier mal an, wie es aussieht im Boden rein. Wurzeln haben wir schön. Fing. Jawohl. Für die Jahreszeit habe ich das Gefühl, ist auch nicht schlecht beieinander. Also, jetzt schon noch ein bisschen Arbeit, die wir vor uns haben. Aber kommt schon gut, ja. Mal. Zentimeter genau ausgemessen ist der Urnäscher Wembley-Rasen bisher nicht. Wie groß ist der Platz? Welche Maße habt ihr hier? 105,68? Ja, jetzt sind 100 Tischer. Plus, minus. Also er ist ein bisschen kleiner. Er ist nicht 105 genau, aber er ist auch nicht viel kleiner. Ja. Also wir sind bei 100, 101 so. Genau. Damit der Rasen den Ansprüchen der Profis genügt, muss er vor dem Traummatch am 19. Juni gesperrt werden. Peter Staub, Projektleiter von Blue Sport, kennt auch die Spielpläne der vierten Liga.
21. Mai hätten wir ein Heimspiel. Da alles ab dem 14. würden wir schieben. Ja. Okay. Für den erhofften Zuschauerandrang soll eine Tribüne aufgebaut werden. Ich muss ehrlich sagen, wenn du eine Tribüne dort stehst und du kannst oben runter die Führungskamera, ja, hast du das Dorf im Hintergrund. Ja. Also die Tribüne und das Dorf wäre natürlich perfekt, ja, oder? Ich weiß nicht, wie gross der Aufwand ist. Es ist gleich. Für den Einmarsch der Gladiatoren hat sich der Urnäger OK-Chef etwas ganz Besonderes überlegt. Wenn man es anbringt, ist ein bisschen so typisch Urnäger mit einem Ross und Ladewagen. Wenn sie überfahren gehen mit dem Ross und hinten den Wagen, dann sollen die Spieler dort drauf hocken und sollen sie so hier ankommen. Wäre auch ein Gag. Aber den können wir nicht mitmachen. Den machen wir, oder? Ja. Ihr könnt das machen. Also du nicht schon. Wir müssen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, es ist eine Riesensache für uns, aber wir müssen schon, wir sind in der Vorbereitung da und wir haben uns dazu bereit erklärt. Wir müssen schon gucken, dass das etwas schon dann so ist, dass wir sagen, passt, es ist seriös und gibt auch dem Spieler dann nicht, dass wir hier einen Dorfkick und dann haben die auch keine Motivation, sagen, mit dem Pferd, dann fahre ich mit dem Pferd nach Hause und so. Ich finde das nett, weißt du, aber das können wir nicht machen. Ist nur eine Idee, aber absolut kein Problem. Aber mit dem Pferd könnt ihr schon heim. Sind ja 100% angestellt bei St. Gallen? Ja. Nur für den Platz? Nein, oder macht ihr? Die unten dran, hinten unten im Gründemus. Ja. Aufstieg hat es leider nicht gelangt. Ja. Aber ich denke, wenn es gut läuft und die Mannschaft so bleiben kann, wie es jetzt ist, kann man in zwei, drei Jahren gut über eine Drittliga spielen. Ja. Aber es sind natürlich nie die Dimensionen wie bei euch. Gell? Das ist Nach dem Platz werden die Kabinen inspiziert im Urnäger Schulhaus. Habt ihr den Nachwuchs gesehen? Hallo. Lass die Schiedsrichter da. Also ich würde gerne diese Kabine und die beiden unten haben. Unten die Spieler, oben die Trainer. Ist perfekt. Sehr überrascht, dass sie relativ unkompliziert auf uns zugekommen sind, wir relativ schnell gleicher Meinung sind. Und es macht schon Spass, es sind coole Leute dahinter. Und also von unserer Anforderung her sollte das problemlos machbar sein, umsetzbar sein. Und wir sind da voller Freude und erwarten da ein riesiges Ding, dass wir da mit dieser Partnerschaft, die wir heute mit dem FC St. Gallen haben, das einfach allen rundherum können zeigen können, was wir für geile Sicher sind. Das können wir auch. Wenn ihr wollt, kommen die alle 10 Tage zum Schauen, ob das richtig läuft und so. Unterstützen auch. Ja, kostet auch. Ist alles klar. Was rechnest du, Ramin, mit Zuschauern? Was ist realistisch, wenn wir sagen, wir lassen nur 2'000 rein und wir wollen auf 3'000 auflegen? Ich weiß nicht, wie die das umsetzen können. Also wir können hier Public Viewing machen. Ticketing. Also weißt du, es gibt ja einmal das Erlebnis, aber wenn du dann mit dem Ticketverkauf Geld, wenn ihr das verkauft, ich weiß ja nicht, was ihr macht, wenn dann noch Geld in die Kasse spülen kannst für die FC Urnäsch. Dann würde ich so viel wie möglich reinlassen. Weil es spielt uns ja keine Rolle, wenn die Sicherheit gegeben ist. Eben Sicherheit, eben Infrastruktur, Toiletten und so weiter. Da müssen wir dann die Anzahl Leute anpassen. Die, die halt keine Tickets haben, können wir dann dort platzieren. Können sie gleich schauen, wie eine Fanmeile, oder? Wo sie noch ein bisschen Bier trinken und so und ein bisschen schauen. Oder wo vielleicht auch gar nicht Lust haben, um irgendwie da hinzukommen. Vielleicht nicht so, aber gleich ein bisschen wenn wahrgenommen haben, dass es ausverkauft ist und gleich jetzt, keine Ahnung, 100, 200 Leute kommen und die kannst du auch nicht einfach heimschicken. Ein erfolgreiches Kickoff. Besiegelt mit einer Partnerschaft. Relativ viel, wo für uns zukommt. Aber ich glaube, es ist bewältigbar. Also wir können das machen. Es sind ein Haufen Punkte, die uns zukommen. Aber mit unserem OK, wo wir hier zusammenstellen, denke ich, wird das eine coole Sache. Und wir freuen uns auf das Event. Also wird ein super Spiel, denke ich. Nächstes Mal beim Traummatch. Jetzt haben wir ein Traummatch gewonnen und jetzt geht es doch direkt ins Trainingslager. Und was der Trainer nicht im Kopf hat, haben seine Spieler in den Beinen. Ich habe den Wimpel vergessen im Zimmer. Ja, jetzt habe ich noch einen geschickt, um den Wimpel zu holen. Drum. So, der Trainer hat uns eingewählt, den habe ich schnell gemacht, oder? Und die Traummatch-Gewinner werden ins Blue-Studio eingeladen. Ich muss nachher noch rasch mit dem OK-Chef. Wie heißt du? Thomas?
Roma, genau. Du mit dem Bocking, es kommt alles zurück, gell? Bereit für einzigartige Fußballerlebnisse auf Blue Sport. Präsentiert von Swisscom, Adidas, 11 Team Sports und MS Sports.